Freunde, dann heiße ich euch herzlich willkommen zur heutigen Henkes Corner mit dem stabilen Moin. Ich bin natürlich nicht alleine. Wir sitzen hier im wunderbaren Mediapark in Köln. Mit dabei diesmal, und ich finde es arschgeil, dass er mit dabei ist. Frisch jetzt verkündet, baldiger Sunrise Wild-Teilnehmer. Da reden wir Auch heute auch noch Gewinner. drüber. Wieland-Welte, Rumatras wird am Start. Ich grüße dich. Hallo, freue mich da zu sein. Ey, Wieland, arschgeil. An Sehr diesem. spontane Nummer. Wir haben es sehr, sehr früh in der Stunde. Ja, wir sind jetzt gerade so um und bei 12 Uhr. Wirklich sehr früh, ja. Ja, es Also ist. so früh stehe ich normalerweise nicht auf. Ja, aber du hast es vorgeschlagen. Ich habe es vorgeschlagen. Das Ding ist, wir müssen es ja früh machen, weil ich muss ja dann am Abend noch andere Sachen machen. Ja, es ist ja irgendwie Diablo Release. Ist es heute Nacht? Diablo Release ist heute Nacht, ja, da muss ich fit sein. Das ist schwierig. Ja, Frank Rosin schaut sich auch nicht von Stimmt, ihr seid alleine. gerade voll im Frank-Rosin-Game. Hast du ihn schon mal kennengelernt? Nee. Das Aber wäre aber ich ein Highlight, oder? Sag ehrlich. habe noch vor, ich will noch sein Restaurant besuchen gehen. Ja, wo ist Das denn das? in Dorsten. Wo ist denn Dorsten? Das ist so, wenn hier so Düsseldorf ist, dann ist Dorsten links drüber, glaube ich, so ein bisschen. Hä, aber es geht ja. Das geht genau von hier so 1,5 Stunden oder so. Oder willst du Schwimmer. mit Felix hin, oder? Nee, ich wollte mit Kutscher hin. Weil der hat das Ganze ja gestartet. Das wäre geil. Und wir haben uns auch schon überlegt, wenn wir hingehen, dann drucken wir auch diese Bewertungskarten aus, die er immer benutzt. Oh Und mein bewerten Gott, einfach sehr sein Essen. geil. Ambiente, Service, Hauptgang, Vorspeise, Nachtisch. Ja, ich habe gestern das gesehen, wo ihr das mit Philo geguckt. Das an der Rennbahn. Ja, das in der Das Rennbahn. an der Rennbahn. Das war auch bodenlos. Also wie die das Ambiente bewertet haben, war wirklich bodenlos. Das war eigentlich eine geile Location. Wie dem auch sei. Ich will am Anfang anfangen, weil was ich aktuell mache, ist mit jedem Gast ein Fact raushauen, wo sie nicht erwarten, dass ich das weiß. Okay. Einen richtig stabilen Insider. Und zwar, wie lange bist du schon so lange dabei, dass ich weiß, dass du damals, entweder hast du Gameplay aufgenommen oder hochgeladen für Felix Rotpilz. Das stimmt, das ist richtig. Siehst du? Das ist ein geiler Fact, Alter. Das ist ein geiler Fact. Ich war früher der Cutter für Rotpilz. Geisteskrank. Und das ist eine ewig lange Story her. Die habe ich erfahren durch Rotpilz im Zuge von Craft Attack, wo auch wir uns kennengelernt haben damals. Ja. Da hast du nämlich einen 24, oder noch, ich glaube noch länger, oder 24-Stunden-Stream, 36 Stunden war es, ja, glaube ich. wo du einfach nur gerade ausgeschaufelt hast. Arschgeile Nummer. Aber da sind wir das erste Mal so ein bisschen in Kontakt gekommen. Ich glaube, das müsste jetzt so um die 3 Jahre her sein, wenn ich mich nicht irre. Da hab ich mega viele Leute zum ersten Mal kennengelernt, Craft Ja, Attack, das ne? war übel geil. Ich glaube, das war so mit einer der Zeiten, wo du sehr in die Szene reingestartet bist, ne? Ja, da haben wir halt, ich habe halt davor mit Max wie so Shooter gezockt Ja. und da haben wir halt nicht so viele Leute gekannt und dann haben wir halt mit Craft Attack angefangen und Max ist halt jemand, der hasst so, der mag keine alten Spiele. Ja. Wenn das Game nicht gerade vor einer Woche rausgekommen ist oder keine Ahnung, gefühlt vor einem Tag rausgekommen ist, spielt er es nicht. Und Minecraft war halt auch schon 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, Also länger, stimmt. keine Ahnung, wann Ja. ist Minecraft rausgekommen. Irgendwo Und müsste deswegen so war der. 2010, glaube ich, gewesen Und sein. deswegen war der Irgendwann immer extrem gegen Minecraft spielen. mal. Ja. Und dann haben wir halt angefangen, schon vor Craft Attack mit Revi so Ja. eine Welt zu dritt zu machen. Und das fand er dann irgendwie voll geil und dann soll er den Craftweg rein. Und dann ist die Legende der Kaktusfarm auch Dann ist die entstanden. Legende der Kaktusfarmer entstanden, ja. Aber du warst schon länger im Minecraft-Game drin. Wann hast du angefangen, selber als Romatra quasi zu arbeiten? Als Rumatra habe ich, glaube ich, in. Ich weiß gar nicht genau. Also, ich hatte ganz viele Namen, Alter. Ja, So, ja. du hast halt irgendwie so Gamer-Namen. Das heißt irgendwie so XX Silent Core mit so einer Null, Alter. So alles mit so Lidschrift Sexy geschrieben, Styler, Alter. Genau, irgendwie so eine Mr. Super Scheiße. Sex. Dann war ich auch kurze Zeit zur Ja, Minecast. geil. Das war eine geile Zeit. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Romatra League of Legends dann. Als ich in League of Legends Woher angefangen kommt der habe. Name? Aus dem Buch. Aus dem Ich Buch. weiß nicht, ob vielleicht ein paar Leute das Buch kennen, Bartimäus. Bartimäus. Bartimäus heißt die Bücherreihe und die ist actually übel lit. Da geht es halt um so. So Fantasy, gehe ich mal Ist raus. es so Fantasy-Shit, ja. Ja. Ich dig so Fantasy-Shit einfach, finde ich mega geil. Und da geht es so drum, dass. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ist ewig her, aber da sind halt Zauberer und das sind nicht Zauberer an sich, sondern die können einfach nur Dämonen beschwören. Und je nachdem, wie stark der Zauberer ist, kann er einen stärkeren Dämonen beschwören, der für ihn arbeitet. Alter, ist wie so Hexenmeister im WoW. Hast du WoW gespielt? Nee.
Okay. WoW habe ich WoW Hexenmeister, die Dämonen beschwört. Ist egal, da weiter. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, geht es dann halt darum, dass die dann teilweise Dämonen beschwören, die sind zu stark und dann töten die Leute und brechen aus und machen Scheiße oder so. Ach, lol. So, und dann gibt es halt, Drama, ne? Ja. Drama halt. Und da gibt es einen, der heißt Rumatra. Gibt's halt einen, der heißt Ramutra, heißt der. Ramutra, da hast du einfach gedreht, damit du keine Copyright-Probleme kriegst. Schlau. Habe ich gedreht. Schlau, Rumatra. Ursprünglich, darf man das sagen, wo du herkommst, welche Ecke? Ja, ja. Easy. Ursprünglich kommst du aus Stuttgart. Stuttgart. Da haben wir uns, glaube ich, auch mit das erste Mal gesehen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und zwar zu meiner Zeit, wo ich dort gelebt habe. Jetzt bist du aber mittlerweile, wir sagen es, legendär, Wieland-Welt aus Bonn. Wieland-Welt aus Bonn bin ich. Du bist nach Bonn gegangen mit deiner Madame. Und jetzt lebst du, jetzt aber schon eine Weile da, ne? Ich lebe auch schon seit 3 Jahren in Bonn, ja. Oder? Nein. Zwei Jahre, oder? Hast du nicht noch gerade so in Stuttgart gelebt, wo ich da gewohnt habe? Wobei, warte mal, das kommt in 2,5 Jahre oder so. Das ist halt auch schon derbe lange her alles, ne? Ey, das kommt hin, leider. Das ist schon derbe lange her. Ich glaube Anfang 21 bin ich eingezogen in meine Wohnung in Bonn. Ja, und dann 21, 22, 23, zweieinhalb Jahre. Alter, krass. Und fühlt sich wohl in Bonn? Ja. Bonn ist cool. Sehr, 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 sehr schön. Was war eigentlich so, ist League of Legends das Ding gewesen, wo du angefangen hast? Ich habe mit... Auf Twitch? Auf Twitch, würde ich sagen. Beziehungsweise hast du erstmal YouTube gemacht? Und bist ich habe erstmal nur YouTube gemacht, ja. Ich fand schon immer Videos machen cool, hat irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Hab dann halt, ich hatte auch mal einen, das fand ich witzig, da hat mir vor 2 Tagen... hat mir jemand auf Twitter geschrieben, ja. Weil die Person mich bei der 7 vs. Wild Bekundigung halt gesehen hat und hat mich dann gefragt, hattest du nicht damals einen Kanal, der hieß B/ mit deinen... Das war wirklich dein Name? Das war wirklich mein Name. Und ich schwöre, auf dem Kanal hatten wir halt gar keine... Also ich fand immer PeteSmeet super cool. Ja. Shoutouts geht raus an die Jungs, ich fand das immer mega nice. Ich fand dieses Konzept halt geil mit mehreren Leuten einen Kanal führen und genau, so. Genau, so als Kollektiv. So als Kollektiv einfach einen Kanal führen war damals, also inzwischen bin ich mir bewusst, ich hätte inzwischen gar keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, inzwischen macht das... Und auch damals habe ich dann schnell gemerkt, ja, das führt halt zu Komplikationen und zu potenziell Stress zwischen den einzelnen Leuten. Sobald es dann um Geld geht, ist halt absolute Krise. Aber ich habe doch mehr gemacht. Nein, ich habe doch mehr gemacht. Oh, ich mache doch hier die Thumbnail. Ja. Damit willst du eigentlich nichts zu tun haben, vor allem nicht, wenn du es mit Freunden machst. Und eigentlich willst du ja sowas mit Freunden machen, checkst du. Ja. Du sagst ja, oh ja, YouTube-Kanal mit Freunden aufmachen, klingt erstmal ganz geil. Aber dann, sobald du dich mit Freunden irgendwie über Geld streitest, ist krampfig, macht keinen Spaß. Ist halt auch immer die größte Sorge. Deswegen habe ich eigentlich selten Lust drauf, wirklich mit Freunden auch so irgendwie selbstständige Sachen zu machen oder Companies aufzuziehen. Da muss halt wirklich, da müssen die Fronten klar sein und muss klar geregelt sein. Ja, Gesellschafterverträge oder irgendwie sowas. Haben wir ja beispielsweise für Kaffeeimern auch. Oder du bist ja jetzt beispielsweise, bist du in irgendeiner Company drin? Ich hab mein eigenes E-Sports-Team. Stimmt. Die Angry Titans, da bin ich mit drin, aber da ist auch alles klipp und klar geregelt und das ist auch nicht wirklich, also klar, inzwischen sind das auch alles meine Freunde da, ja. Aber das hat nicht angefangen als, Als Kollektiv, sondern ihr habt gesagt, ja genau, ist, so Zusammenarbeit wir, macht wir hier machen halt so Sinn. Wir machen so einen Deal als Zusammenarbeit und dann mit der Arbeitszeit hat man sich so miteinander befreundet. Das hängt so ein bisschen mit TechTV zusammen, ne, also Krefeld. Genau. So mit Dennis, okay. Alter, der geile Sau. Das geht. Liebe Grüße.